Mein Name ist Jeremy Ney, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Luxemburg und studiere momentan im Master Instrumentalpädagogik mit dem Hauptfach Klavier an der Hochschule für Künste in Bremen. Und ich freue mich sehr, einer der diesjährigen Preisträger des Musikpädagogischen Preises der HFM Nürnberg zu sein. Der Preis bedeutet mir sehr, sehr viel. Er kam ziemlich unerwartet, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Und ich finde es, dass es ein sehr schöner Preis ist, weil er einfach die ganze Arbeit der Pädagogen, der Pädagoginnen und der angehenden Musikpädagogen, Musikpädagoginnen, weil er deren Arbeit würdigt und das etwas ist, was heutzutage noch nicht wirklich viel präsent ist. Also man kennt es, ganz viele Wettbewerbe, Stipendien für herausragende künstlerische Leistungen und ich finde es einfach sehr schön zu sehen, dass auch die Pädagogen da nicht vergessen werden und dass es so einen Preis gibt, der die musikpädagogischen Leistungen ebenso würdigt. Und ich finde es auch einfach schön zu sehen, dass die Arbeit, die man selber macht, dass die unterstützt wird und genau das bestätigt einen einfach auch selber auf seinem persönlichen Weg. Ja, das Preisgeld, über das habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Das werde ich in erster Linie mir ansparen. Also ich werde das meiste davon beiseite legen. Ich kaufe mir aber regelmäßig auch neue Klavierliteratur und vor allem neue pädagogische Werke, Klavierschulen, Spielhefte, alles, was man so für die privaten Schüler braucht und auch für den späteren Berufsalltag. Aber genauso auch für mich selber neue Noten kaufen. Aber das meiste werde ich tatsächlich ansparen, weil man nie weiß, wofür man es in Zukunft braucht. Meine Beweggründe, Musikpädagogik zu studieren. Lustigerweise wollte ich eigentlich nie Musik studieren. Ich war immer total auf der Schiene, Journalismus zu studieren, weil mir dieser Beruf auch viel Spaß macht. Aber als sich dann herausgestellt hat, dass ich doch Musik studieren darf, war das für mich eine sehr große Freude, einfach zu sehen, dass man das, was man immer von klein auf nebenher als Hobby gemacht hat, dass man das später auch als Beruf ausüben darf. Und für mich war relativ früh klar, dass ich auf die pädagogische Schiene gehe, weil ich sehr gerne mit Kindern arbeite und auch allgemein mit Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Und ich es sehr, sehr schön finde, das eigene Wissen, das eigene musikalische Wissen und die Sachen, die einem selber so viel Spaß bereiten, die einfach zu vermitteln, weiterzugeben an andere. Ich denke, es ist ein Beruf, der sehr abwechslungsreich ist. Man hat nie einen Tag wie der andere. Das war mir auch sehr wichtig, dass man da nicht zu viel Monotonie drin hat. Und ja, ich denke, es ist ein sehr herausfordernder Beruf auch, weil man immer wieder sich neu auf neue Herausforderungen einlassen muss. Man wird immer wieder vor neue Probleme auch gestellt. Aber ich finde es gerade auch spannend und interessant, sich immer wieder auf neue Schüler einzulassen und zu schauen, wie kommt es bei den Schülern an und wie kann ich meine Methoden vielleicht ändern. Und da denke ich, dass das Studium der Musikpädagogik einem auch sehr, sehr viel dabei hilft, zu sehen, wie kann ich die Musik, diese ganzen musikalischen Inhalte, wie kann ich die vermitteln. Gerade heutzutage spricht man sehr viel von Methodenvielfalt und das denke ich, das habe ich gerade durch das Studium auch sehr, sehr viel dazugelernt. Und genau, für mich ist der Beruf einfach auch ein sehr dankbarer Beruf, weil ich sehe, wie das, was ich an die Kinder vermittle, wie das auch zurückkommt und wie ich selber auch immer wieder neu etwas dazulerne und quasi mit meinen Schülern zusammenwachse, weil man ja auch sagt, dass man an seinen Herausforderungen wächst. Und ich finde, dass das gerade in so einem pädagogischen Beruf total stimmt. Für mich ist es aber auch interessant zu sehen, wie kann ich alternativ die Inhalte vermitteln. Ich habe zum Beispiel großes Interesse auch an Konzertpädagogik und zu sehen, was kann man an pädagogischen Konzertkonzepten erstellen und da einfach kreativ sein und schauen, wir haben einen musikalischen Inhalt, wie kann ich den an jeden vermitteln, sei es an Kinder, an Erwachsene, um die Musik einfach zugänglich zu machen für jeden. Und dass man da keine Barrieren schafft, sondern eher die Türen öffnet und versucht, diese wunderschönen Inhalte der Musik für jeden zugänglich zu machen.
Hallo, ich heiße Julia Plakotnik und bin 22 Jahre alt. Vergangenen Sommer habe ich mein Bachelorstudium der elementaren Musikpädagogik mit dem Zusatzfach Vokalpädagogik und dem Profilschwerpunkt Kreativer Kindertanz an der Hochschule für Musik Nürnberg abgeschlossen. Zurzeit studiere ich den Master Elementare Musikpädagogik und bin an unterschiedlichen Musik- und Tanzschulen als Lehrkraft tätig. Der Musikpädagogische Preis bedeutet für mich eine tolle Anerkennung der im Studium erbrachten Leistungen, aber auch einen Anreiz für mein weiteres pädagogisches Schaffen. Das Preisgeld ist eine tolle finanzielle Unterstützung, einen Teil davon konnte ich auch schon für weiterführende Literatur ausgeben. Musikpädagogik zu studieren habe ich relativ spontan entschieden. Ich konnte in meinem Schulabschlussjahr an tollen musikalischen Projekten teilnehmen und habe mich auch immer schon für Pädagogik interessiert und habe dann einfach geforscht und im Internet diesen Studiengang gefunden und beschlossen, mich dafür zu bewerben. Und bin natürlich sehr froh, dass ich das gemacht habe und abgeschlossen habe und nun auch im Master fortführen kann. Mein Name ist Sophia Schulz. Ich habe an der Musikhochschule Nürnberg Cello mit künstlerisch-pädagogischer Ausrichtung studiert. Im März 2020 habe ich meinen Abschluss gemacht und dafür einen musikpädagogischen Preis gewonnen, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Vielen, vielen Dank. Der Preis bedeutet für mich Anerkennung für die Leistungen abseits des Instruments, die ansonsten nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit bekommen. Und natürlich bedeutet der Preis eine finanzielle Entlastung, vor allem in Pandemiezeiten. März 2020 war ein eher ungünstiger Zeitpunkt, um als Musikpädagogin und Musikerin in die Freiberuflichkeit zu starten. Und da kam das Preisgeld gerade richtig. Der Preis hält mir im Moment vor allem den Rücken frei, um meine eigenen Projekte voranbringen zu können. Eine Kinderkonzertproduktion ist zum Beispiel auch in Planung. Mein Berufsziel war von Anfang an, freiberufliche Musikerin und Musikpädagogin zu werden. Das heißt, Unterrichten war schon immer Teil von meinem Plan A. Und weil eine Sache immer mehr Spaß macht, je mehr man darüber weiß, habe ich mich für eine musikpädagogische Ausbildung entschieden. Thank you.
Hallo, ich bin Regina Jungwirth und ich habe künstlerisch-pädagogisch studiert, weil mir das Unterrichten einfach total Spaß macht. Ich arbeite gern mit Menschen aller möglichen Altersgruppen und das Ganze dann mit meinem Lieblingsinstrument der Trompete zum Verknüpfen hat sich dann einfach abgehoben. Über den Preis habe ich mich wahnsinnig gefreut, vor allem weil es so völlig überraschend war und ich für Apps, was ich sowieso gemacht habe und für etwas, was mir sowieso Spaß gemacht hat, dann auch noch einen Preis gekriegt habe. Mit dem Preisgeld habe ich mir jetzt ein professionelles Notensatzprogramm zugelegt, damit ich in Zukunft für meine Schüler Arbeitsblätter, Notenmaterialien und so weiter passgenau herrichten kann und auch für die Ensembles, mit denen ich probe, einfach die Noten so einrichten kann, dass das genau passt. Tina Leutscher, ich bin Harfenistin und Musikpädagogin und habe an der Hochschule für Musik Nürnberg studiert. Und letztes Jahr war ich auch eine der Preisträgerinnen für den Musikpädagogischen Preis 2020. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ich liebe es zu unterrichten und mein Wissen an andere weiterzugeben. Und die Zeit während meinem Instrumentalpädagogikstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg, das war auf jeden Fall eines meiner Highlights während meiner ganzen Studienzeit. In meinen Augen gehört es dazu, dass wir als Musiker und Musikerinnen nicht nur versuchen, so gut wie möglich auf unserem Instrument zu werden, sondern dass wir auch lernen, wie wir am besten dieses Wissen weitergeben können. Und deshalb habe ich auch Musikpädagogik studiert, weil für mich beides dazu gehört, zum Musikerdasein. Dass man selbst gerne spielt und gut spielt, aber auch, dass man den Schülerinnen alles so gut vermitteln kann, wie es nur geht. Und deshalb finde ich es auch wunderbar, dass es einen Preis gibt. Das ist für mich eine Art Wertschätzung, eine Honorierung, die wir bekommen, weil wir uns mit diesem Thema, mit Musikpädagogik auseinandersetzen. Und es ist ein total spannender Weg. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Studium. Und ich habe selbst noch sehr, sehr viel gelernt, über mich gelernt und auch über mein Harfenspiel gelernt. Einfach nur, indem ich mich auseinandergesetzt habe, wie kann ich jemanden anderen die Spieltechnik gut beibringen. Da musste ich selbst nochmal nachforschen, wie funktioniert das überhaupt? Wie spiele ich denn richtig oder am besten? Wie muss ich meine Finger bewegen? Wie funktioniert das? Und dadurch habe ich nicht nur gelernt, wie ich es anderen gut vermitteln kann, sondern auch nochmal selbst vieles gelernt, wie man richtig spielt. Und ich habe mich selbst dadurch enorm verbessert. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich auch Musikpädagogik studiert habe. Ja, mit dem Preis kommt natürlich auch ein Preisgeld daher, was wunderbar ist. Das brauchen wir Musiker, glaube ich, auch immer. Ich werde mein Preisgeld auf jeden Fall für meinen Beruf verwenden. Man braucht ja immer wieder Noten und Instrumentalschulen. Und nachdem jetzt auch alles online stattfindet für die Schüler, braucht man auch immer wieder Equipment, sei es eine neue Webcam, Mikrofon oder ich wollte mir auch eine Website bauen. Und so weiter. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, wie man das Preisgeld wirklich sinnvoll nutzen kann. Und ich werde es definitiv für meinen Beruf als Harfenistin und Musikpädagogin einsetzen.
Und jetzt als Abschluss möchte ich euch noch ganz gerne ein Stück spielen, das auch schon, das man als Schüler auch schon bald spielen kann. Es ist, denke ich mir mal, recht bekannt. Greensleeves, ein englisches Stück, und arrangiert wurde es von Susan MacDonald. Mein Name ist Laura Uhlmann und ich habe im vergangenen Jahr mein Bachelorstudium im Bereich elementare Musikpädagogik und Vokalpädagogik abgeschlossen. Momentan studiere ich im zweiten Jahr den Master elementare Musikpädagogik. Bei den diesjährigen musikpädagogischen Preisen habe ich den ersten Platz im Bereich EMP erhalten. Ich finde es klasse, dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur für die künstlerische Arbeit, sondern auch für die pädagogische Arbeit ausgezeichnet zu werden. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich den diesjährigen ersten Platz erhalten habe und freue mich sehr darüber. Ich werde mir von dem Preisgeld voraussichtlich Film- und Aufnahmeequipment zulegen, welches ich zum einen für meine Masterarbeit verwenden kann, in der ich eine Online-Fortbildung für Erzieher und Erzieherinnen entwickle, und welches ich zeitgleich bzw. im Anschluss dann auch für das Online-Unterrichten verwenden kann. Die Musik begleitet mich schon, seit ich denken kann. Und mindestens genauso lange weiß ich schon, dass ich einmal etwas mit Menschen arbeiten möchte. Ich war daher sehr froh, dass ich den Studiengang elementare Musikpädagogik gefunden habe, da er einfach alle Dinge miteinander vereint, die ich gerne tue. Ich liebe es, meine Begeisterung für Musik weiterzugeben, und mein Ziel ist es, jung und alt einen Zugang zur Musik zu schaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Musik in all ihren Facetten kennenzulernen. Musik.
mein richtiger Ort, an dem ich wirklich glücklich bin und nicht mehr frage nach dem Sinn. Was leitet mich? Was macht mich stark? Ist alles echt, was ich da sag? Und du, das sag mir, was willst du? Hey, ist es schon so weit? Die Zeit rennt, 2 Jahre sind vorbei. Selbst am Feiertag um 8, ja echt um 8, mit Probe gemacht. Egal, Jazz oder Klassik, dunkel oder hell. Schwarz-weiß, dick, dünn, groß, klein, träge oder schnell. Egal, Jazz oder Klassik, dunkel oder hell. Schwarz-weiß, dick, dünn, groß, klein, Vielfalt ist, was zählt. Kontraste,